Hallo Freunde und willkommen zurück zum zweiten Part von Privates, unserem schönen kleinen Lernspiel, nenne ich es jetzt mal. Wir starten das zweite Level. Hell yeah, baby! Hua! Foxtrot is in the house! Gonna blast me some alien shit! Hua, Pickles, settle down. This is supposed to be a stealth opener. It doesn't need you lot murking around shouting your mouths off. Yes, sir. Sorry, sir. Oh. HQ. This is the captain. We're 10-4 on the LZ. Moving to checkpoint Alpha now. Copy that, Jack. Watch yourself. It's like a jungle down there. Wouldn't want you getting lost. Yeah. Thank you, Celestia. I'm sure it'll be pretty much a straight line from left to right. Okay, ich wollte jetzt nur mal gucken, was da auf der linken Seite ist. Ob da vielleicht überhaupt irgendwas ist. So, wer den ersten Part gesehen hat, der wird hoffentlich genauso gespannt darauf sein, was jetzt hier für schräges Zeug kommt. Denn das war ja schon so ein bisschen funny, ne? Muss ich ja mal sagen. Warum kann ich eigentlich nicht sprinten oder so? Ich möchte gerne mal wissen, was das für Haare im Hintergrund hier gerade sind. Smells quite musky here. Oder wo ich genau bin. How do I throw grenades? We don't have any grenades. Oh, that's a shame. Ich kann mich leider nicht schneller bewegen, Freunde, sonst würde ich es ja machen. I think I hear a witch. Turn the flashlights off. What? Oh, right. Sorry. What exactly are you looking for anyway, sir? Rumor is, this guy's caught pubic lice. Pubic, sir? Wait a minute. Are we on some man's sweaty balls? That's right, sailor. Oh, hey, you. Listen, these lice are scuttly little bug-like buggers that live in your fuzz. Normally quite tiny, but again, to us, pretty massive. So keep your eyes peeled. They could be anywhere. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Between a man's balls. Das übersetze ich jetzt nicht. Man könnte sagen, wir haben ihn bei den Eiern. Boah, ich hab grad einen Schreck gekriegt. Pubic lice. Oh, hey, awesome. You can catch pubic lice from people. That's loads of insects setting up a little insect home right there in your downstairs sections. They're itchy, they bite, and they leave droppings near your genitals. Just to confirm, that's insect poo right up near your bits. Fortunately, you can kill them off with a course of insecticide, which is part of the cocktail in the blue bit of your blaster. Okay. Für diejenigen, die es nicht verstanden haben, das sind Sackläuse. Captain, come in. This is HQ. We're reading multiple targets moving in on your position. Damn it. Celestia, how many? Okay. Nicht gut, nicht gut. Hier werden jetzt wahrscheinlich. Da sind sie. Jede Menge Sackläuse. Oh Gott. Das wird hier wahrscheinlich so ein Scheiß sein, von wegen halte so lange durch, wie du kannst. Aber wenn man sich mal überlegt, so viele Sackläuse, ist schon ein bisschen eklig, oder? Meint ihr nicht?
wait till these ropes fall over before I carry on. All right, good work, lads. So, mach mal kurz was. You don't even need to have proper full-on sex to catch her. Okay. Hurry it up. We need out of here pronto. Das ist ganz normaler Herpes, in Anführungsstrichen. Wobei ich bei diesem Spiel irgendwie nichts so wirklich als normal empfinde. Das gibt's nicht. Das muss ich jedes Mal erst wechseln. Das ist doof. Ich weiß nicht, ob das Springen was bringt. Keine Ahnung. Die Viecher springen auch und ich treffe sie nicht. Also versuche ich einfach mal, ob das bei mir genauso gut funktioniert. Oder muss ich jetzt hier einfach nur weiterlaufen? Das kann natürlich auch sein. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ah ja. Ein Sacklausnetz, ne Nest. Sag mal, kriegt ihr das da hinten auch mal hin oder muss Papa euch immer helfen hier? So, hier ist nochmal ein bisschen Herpes. Ah, falsch. Kriege ich die auch hier mit kaputt? Ich versuche das jetzt einfach mal. Boah, da ist ja alles voll mit den Viechern. Na, Mensch, Jungs, was macht ihr denn hier? Oh, ich habe eine Mütze verloren. Natürlich blöde, dass man keine Granaten hat. Die werden jetzt hier echt praktisch. Oh. Nein! Was soll denn das? Warum kommen jetzt hier auf einmal wieder Spermien? These are what shoot out of a gentleman's meat pipe upon the moment of sexual climax. If they swim far enough into a lady to find her egg, they munch their way in and start work forming a tiny little baby. Which will subsequently stop the parents from doing any of the things they previously enjoyed for a minimum of 18 years. They will also spend all their money. Sperm can be killed with spermicide, which thankfully is one of the components in your blaster cocktail. Okay. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was die gerade gesagt hat. Weil das nämlich doch schon ein wenig witzig und auf irgendeine traurige Art und Weise auch real und wahr ist. Kommt Leute, kommt, wir müssen zu mir. Warum fliegt hier draußen eigentlich Sperma rum? Kann mir das mal einer verraten? Let's get out of here. You lot might be easily replaceable, but you're not that expendable. HQ, this is the captain. The nest is clear. This kid should be itch-free for the time being. Send in the chopper. Copy that, Captain. Congratulations. Dies war's schon? I'm a space marine in the Corps. I don't know what we'd do without you and your crappy rag.
Na, das ging ja dann mal fix. Ja. Close to the bone. Okay, gut, dann sind wir halt eben an seinem, nennen wir mal den medizinischen Fachbegriff, Skrotum rangetapert, um hier so ein paar Bugs zu erledigen. Ja, mein Gott. Hauptsache die Viecher sind weg, ne? Ich werde mich direkt gleich mal für die nächste Folge in die nächste Öffnung stürzen. Denn ich weiß ziemlich genau, was jetzt kommt. wenn man das da liest, weiß man das. Ich danke jedenfalls hier fürs Reinschauen. Viel Spaß beim Kommentieren, Teilen, Liken, Abonnieren und weitererzählen. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.